Beim Spaziergang mit ihrem Baby wundert sich die junge Frau über das Polizeiaufgebot. Als sie näher hinschaut, wird ihr klar, dass sie den Verletzten kennt. Sehr gut sogar. Peter! Was ist denn passiert, Peter? Hallo, wo wollen Sie hin? Ist alles in Ordnung? Halt. Moment, wer sind Sie denn? Wo wollen Sie hin? Das ist mein Bruder. Ist Ihr Bruder? Was ist denn hier passiert? Peter, ist alles in Ordnung? Moment, warten Sie nicht. Nicht so schnell. Peter! Ist das sein Auto? Ja. Was ist denn hier passiert? Passen Sie auf, wir haben hier Ihren Bruder verletzt. Selber noch nicht er wurde ganz verletzt genau. gefunden. Warten Sie, er wird jetzt gerade behandelt. Er wird ins Krankenhaus gebracht. Der, genau. Der hat eine Kopfverletzung. Also es sieht im Moment nicht gut aus. Vielleicht muss auch ein Hubschrauber kommen. Und das Auto ist ja stark demoliert worden. Das sieht man ja auch. Was ist denn hier passiert? Das wissen wir selber. Wir imagen das ja gerade. Unsere Kollegen haben ein Team vom KTU angefordert, weil im Kofferraum wurde so eine Pulversubstanz gefunden. Vielleicht können wir uns das ja auch noch mal gleich angucken. Und wir wissen auch nicht, um was es sich handelt. Ein Drogenschnelltest hat erstmal nichts ergeben, aber wer weiß, was es ist. Ja, das muss auch Peter. Hat Ihr Bruder was mit Drogen zu tun? Überhaupt nicht. Also mein Bruder ist eigentlich, er ist ein Chaot, aber er ist auch echt ein lieber Typ. Und dass da irgendjemand was gegen ihn hat, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, es ist schon beängstigend. Er lebt ja aktuell bei mir und ich will auch nicht, dass es bei mir zu Hause jetzt sowas passieren könnte. Deswegen mache ich mir schon große Sorgen. Er war lange Zeit arbeitslos gewesen und hat jetzt als Lagerist wieder angefangen und da läuft das eigentlich auch ganz gut. Verdient, als Lagerist? Ganz, verdient sehr gut. Naja, wir haben einen neuen Fernseher, neue Spielekonsole, also er bringt schöne Sachen mit nach Hause jetzt. Okay. Plötzlich hatte er auch sehr viel Geld zur Verfügung, obwohl er nur Lagerist ist. Das kam uns schon alles ein bisschen komisch vor. Angehörige, insbesondere ja, eher vielleicht die weiblichen auch, die sehen eher das Gute im Menschen und natürlich in ihren Angehörigen, Söhnen, Brüdern und so weiter auch. Die denken da erstmal gar nichts Böses und schützen die auch. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Ist es plötzlich besser geworden, sein Verdienst? Naja, er arbeitet noch nicht sehr lange dort. Also das war aus dem Nichts heraus, mehr oder weniger. Wo sie kommt. Die Kollegen der Spurensicherung sichern alle Beweise am und im Auto. Das weiße Pulver gibt Rätsel auf. Es könnte sich um eine neue Droge handeln, die mit den bisherigen Drogenschnelltests nicht nachzuweisen ist. Das würde erklären, warum der Bruder so zugerichtet wurde. In welches Krankenhaus geht's denn? Ins Städtische. Wir haben allerdings noch ein Telefon bei ihm gefunden. Das andere hatte er nicht dabei. Vielleicht hilft das ja. Das ist wunderbar. Das ist von Peter. Ja, das ist von Peter. Können wir das so lange behalten? Ja, klar. Vielleicht finden wir noch wichtige Informationen da drauf. Haben Sie zufällig die PIN von dem Gerät? Der zu Hause notiert, bin ich mir ziemlich sicher. Doch, die steht irgendwo. Okay, das wäre toll, wenn Sie uns das noch mitteilen würden. Dann könnten wir da nämlich vielleicht finden wir tatsächlich genau. was. Ne? Die Beamten bemerken ein Mädchen, das aus dem Wald zum Tatort gekommen ist. Die 13-Jährige hat alles beobachtet. Da war so ein Typ mit so einem richtig aufgemotzten Auto. Der fuhr einfach vor das andere Auto und stieg aus mit so einem richtig komischen Baseballschläger und schlug auf ihn ein. Das hast du gesehen? Ja. Wie, warst du hier spazieren, oder? Du hast gefilmt. Oder? Was? Mein Gott. Jetzt schlägt er das Auto kaputt. Ey, was soll das? Bist du das? Ja. Traust dich ja was. Das kann man kaum erkennen, ne? Ja doch, man erkennt ja richtig den Mann. Ja, aber so schnell nicht, müsste das im Standbild ja, nochmal haben. Auf jeden Fall. Oh, jetzt haut er auf den Mann ein. Ja. Irgendwo muss es ja kommen, ne? Alles in Ordnung mit dir? Ich meine, sowas zu sehen ist natürlich auch heftig. Geht's denn dem Mann gut? Naja, der wurde jetzt gerade ins Krankenhaus gefahren, dem geht's nicht wirklich gut. Aber wir hoffen, dass er durchkommt und dass ihm geholfen wird. Die Polizisten informieren die Schwester des Opfers über den Film. Sie wollen ihr auf der Wache ein Foto des Täters zeigen. Vielleicht kennt sie den Mann. Erst nach mehrmaligem Bitten sind sie einverstanden, dass die Frau das Video sieht, auf dem ihr Bruder verprügelt wird. Nee. Man erkennt auch kein Kennzeichen. Nee. Also ich kenne auch den Mann nicht, den habe ich noch nie gesehen. Also ich kenne jetzt auch nicht alle seine Kollegen oder so, er ist ja relativ neu erst dort, aber den Mann habe ich noch nicht gesehen. Und Freund oder so? Nein, das kann ich ausschließen. Für einen so brutalen Überfall braucht der Täter ein Motiv. Wenn das Pulver eine Droge ist, geht es um Geld. Die Spurensicherung untersucht alles, noch steht das Laborergebnis nicht fest. Ich würde jetzt gerne einen Babysitter organisieren und ins Krankenhaus fahren, ist das in Ordnung? Können Sie machen? Ja, okay. Denken Sie an die PIN? Ja, mach ja? ich. Sofort, wie, sofort so schnell wie es geht. Ja, okay. Ja? Also, das war echt richtig mutig von dir, da jetzt auch noch zu rufen, dass der Mann da noch auf dich zukommt. Zum Glück bist du dann auch gleich abgehauen. Ja? Goldrichtig. Und du kannst dann jetzt eigentlich auch gehen. Deine Personalien habe ich ja. Wenn wir noch Fragen haben, würden wir uns noch mal melden. Ja? Okay. Auch schön, dass du noch mal zurückgekommen bist. Ja, super. Echt. Hilft uns richtig weiter. Bestimmt nicht leicht, das zu sehen.
Auf der Wache tragen die Kriminalisten die bisherigen Erkenntnisse zusammen. Noch ergibt sich kein schlüssiges Bild. Das Handy des Opfers könnte wichtige Hinweise enthalten. Die Schwester des Opfers bringt die PIN, um das Gerät zu entsperren. Hallo. Hallo. Na, wie geht's Ihnen? Nicht gut. Alles, glaube ich. Haben Sie was gehört zum Krankenhaus? Ja, aber Sie wollen mir keine genauen Informationen geben. Also es sieht nicht gut aus um ihn, aber es so richtig mit der Sprache sind Sie nicht rausgerückt. Ich bin direkt ja, hingefahren. Sie sind bald da. Genau, okay. Genau. Aber die meinten dann auch, ich kann jetzt nichts machen, deswegen bin ich hierher gekommen. Mhm. Ich dachte, hier ist vielleicht ein bisschen also jetzt sinnvoller. Weil Sie haben bestimmt jetzt den PIN mitgebracht. Ja, das ist super. Hat sie mir gerade einen Handschuh? Ja, super. Danke, Eva. Ja, sehr gerne. Super, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu unseren Technikern. Ja. Genau. Dass Sie dann mal vielleicht was ermitteln. Ne? Kann ich mitkommen? Ja, klar. Ja, kommen Sie ruhig mit. Dauert einen Augenblick. Moment. Ja, siehst du, tatsächlich. Der hat seine GPS-Daten freigegeben. Wenn ich das richtig sehe, dann ist er eigentlich jeden Tag in der Woche von zu Hause zu einem Lagerhaus gefahren. Und zwar Lagerhaus Leon Perduni. Das ist doch Lagerist? Ja, das ist sein neuer Arbeitsplatz. Da hat er vor einigen Wochen angefangen zu arbeiten. Das sind Sie? Okay. Genau, ja, da bin ich mir sicher. Ja, guck mal, ob wir irgendwas übers Netz dazu rauskriegen. Okay. Das scheint jetzt ein Chef. Normales Lagerhaus zu sein. Das könnte der doch sein, da von dem Video. Und der Chef, der Rätsel. Oder? Kann ich jetzt nicht sehen. Können wir dem Video noch mal anschauen von dem? Meinst du, ja, ist das so? Ja, das haben wir ja oben. Das können wir uns ja gleich auch noch mal angucken, das Video. Ich hab noch was für euch. Ja. Hier ist ein Chatverlauf. Ein Matthias Choi hat was geschrieben von einer Übergabe um 16 Uhr heute. Und dazu gibt es ein paar GPS-Koordinaten bzw. hier eine Karte mit einer Markierung, wo die sich treffen wollten. Klingt ja interessant. Und wenn, geh mal zurück. Wenn ich das richtig sehe, das ist das Lagerhaus. 16 Uhr, ja. Und ich sag mal, ungefähr hier muss der Überfall gewesen sein. Das ist ja praktisch genau, der muss ja auf dem Weg gewesen sein. Luft muss auf dem Weg zu dem Treffen gewesen sein. Das ist am Hafen. Genau jetzt soll die Übergabe sein. Die Beamten schicken eine Streife, um den Verdächtigen auf die Wache zu bringen. Dann sichten sie das Video erneut. Jetzt hat der Täter ein Gesicht. Hey, was soll das? Und bist du auch noch? Doch, das ist er. Jetzt sehe ich es auch. Das also ist ich er. Einmal auch, oder? Das ist er. Du, ich habe keinen Zweifel mehr. Das ist er. Ja. Leon Perduni, da bitte mal einen Streifenwagen hinfahren. Ihr könnt auch offen auftreten, wahrscheinlich ist er in seinem Büro. Und auch das Auto von dem mal mitnehmen. Ich verstehe das irgendwie nicht. Hat der Chef von meinem Bruder jetzt was damit zu tun? Ich meine, Peter hat doch gerade erst angefangen, bei ihm zu arbeiten. Ich habe gerade mit dem Krankenhaus telefoniert. Er wurde gerade operiert und es geht ihm ganz gut, den Umständen entsprechend. Ja, also außer Gefahr, machen sich keine Sorgen. Die Schutzpolizisten sind noch rechtzeitig zum Ort der Übergabe gekommen. Sie haben den Mann, der dort auf den Bruder gewartet hat, zur Befragung auf die Dienststelle gebracht. Sie wissen sicherlich, warum Sie hier sind, ne? Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung. Sie wissen nicht, was los ist. Sie hatten heute ein Date um 16 Uhr. Ja. Da habe ich auf den Peter gewartet. Genau. Auf den Peter? Ja. Ja, und? Ja, der Peter ist nicht gekommen. Nee. Ja. Warum auch immer. Ja. Das wissen Sie nicht. Nein. Was wollten Sie denn von dem? Ja. Kommt ihr mal bitte kurz? Ja, klar. Wir sind gleich wieder zurück. Also erstmal. Ja. Was hast du denn da? Verdammt reiner Stoff. Okay. Und das wollte ich schon immer mal machen. Warte mal. Was ist es? Milchpulver. Das ist ganz normales Babymilchpulver. So, das. Was wollten Sie jetzt von dem? Aber verwirrt. Die Frage sind wir stehen geblieben. Was wollten Sie von dem? Wir haben uns getroffen, damit er mir mein Milchpulver bringt. Ihr Milchpulver? Ja, jetzt kannst du mal auf. Das kriegen doch Babys, oder? Ja, das kriegen Babys. Und wieso brauchen Sie Milchpulver? Ich habe momentan mit dieser längeren Zeit einen Nebenjob. Ich verkaufe Milchpulver ins Ausland, nach Asien. Etwas teurer, weil da nur im Endeffekt Schrott gepanscht wird mit dem Milchpulver in Asien. Das weiß ja jeder. Ich weiß es nicht. Nee, wusste ich jetzt auch noch okay. nicht. Okay, ja, auf jeden Fall verkaufe ich das dahin und verdiene wohin mir quasi. Ins Ausland? Nach Asien. Nach Asien. Genau. Okay. Und wie machen Sie das? Wie ist der Modus? Ich kriege Anfragen, ich habe im Internet eine Seite. Ja. So, dann kriege ich die Anfragen, dann verkaufe ich das. Okay, und verkaufen Sie von einer Quelle, von dem
Mann, mit dem Sie sich heute treffen wollen? Ja, von dem Peter. Ja. Okay. Der liefert mir das, weil er das etwas günstiger wohl auch kriegt und weil das nicht mehr lange haltbar ist, hat er mir gesagt. Ja. Und welche Gelder sprechen wir da? Was bezahlen Sie dafür so eine Lieferung? Boah, was zahle ich da teilweise? 200, dann auch mal 500. Es ist halt immer unterschiedlich. Okay. Ja. Der Herr Perduni ist jetzt da mit seinem Wagen. Den haben wir einschleppen lassen. Sie sind beide draußen auf dem Hof. Was jetzt wirklich total merkwürdig war, war die Situation, in der der Käufer des Milchpulvers hier seinen Verkäufer getroffen hat. Irgendwo in einer zwielichten Hafengeschichte, ja, wo man normalerweise alles Mögliche verkauft, Waffen und Fernsehschirme und Drogen und so weiter. Da kauft er das Milchpulver, angeblich als legales Geschäft. Hätte ihm eigentlich auffallen müssen, finde ich. Wir sind dann aber abgerufen worden, ne? Ja, wir mussten dann ganz schnell zu dem Arbeitgeber von dem Geschädigten. Insofern mussten wir da auch weg und die ganze Sache wird aber weiterverfolgt natürlich. Nein, mach mal was privates. Ich würde das noch von mir. Herr Perduni, hey, jetzt werden Sie mal nicht beleidigen. Ja, wieso beleidigen? Hör mal, ich muss Geld verdienen. Was wollt ihr von mir? Wir haben das ihr kommt einfach hier hin und. Hör mal. Wir haben oben das Video von Ihnen gesehen. Was für ein Video? Wir haben ein Video, einen Mitschnitt von der Tat, die Sie heute begangen haben. Was für eine Tat? Ich war heute bei mir in der Lagerhalle und war gerade wieder auf dem Weg dahin und dann sammeln mich Ihre Kollegen ein. Sie haben einen Mann ganz schwer verletzt. Der liegt im Krankenhaus. Der wurde gerade operiert. Ach. Quatsch. Der hat nur mit Ihr Mitarbeiter. Nein, ach Quatsch. Auf gar wir keinen Fall. Wir haben das live auf Video. Sie sind natürlich festgenommen. Im Waldstück haben wir doch gesehen. Wie festgenommen? Nee, auf gar keinen Fall. Das war nee, doch das Auto. Das war jetzt eine Körperverletzung. Das war das. Was für Körperverletzung? Ja. Können wir das mal aufmachen hier? Im Kofferraum finden die Ermittler mehrere Kilo Milchpulver. Auch die Tatwaffe können sie sicherstellen. Der Chef hat angeblich nur sein Eigentum geschützt. Ja, es ist über Monaten sind irgendwelche Sachen bei mir aus dem Lager verschwunden. Und habe mir schon geschworen, wenn ich den irgendwann erwische, denjenigen, den mache ich kurz und klein. Aha. Und dann habe ich ihn gesehen, dass er mit Milchpulver aus dem Lager abhaut, obwohl er eigentlich im Lager arbeiten müsste und bin ihm hinterhergefahren. Wie wär's denn mal mit einem Anruf bei der Polizei? Anstatt Selbstjustiz zu üben. Das geht in den vierstelligen Bereich. Wissen Sie, was mich das an Geld kostet und an Kunden kostet? Ich glaube Ihnen, dass Ihnen das wehtut. Aber das rechtfertigt in keinster Weise, dass Sie hier Selbstjustiz üben. Also wissen Sie was? Ich hab den Kollegen schwarz eingestellt. Der kriegt die Kohle so von mir auf der Hand. Und dann beklaut er mich noch als Dank. Auch noch. Ach, na, das ist ja wunderbar. Da haben wir noch was Zweites gegen Sie in der Hand. Also ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiterreden, fassungslos. Den Kameraden zur erkennungsdienstlichen Behandlung, die werden jetzt Fingerabdrücke von Ihnen, werden Fotos von Ihnen nehmen und dann kommen Sie nochmal zur Vernehmung. Der Herr Perduni, der hat auch nach kurzem Unterdrucksetzen eigentlich relativ schnell zugegeben, was er hier gemacht hat, aber erstaunlich war, es war ihm egal. Oder? Ja, er fühlte sich komplett im Recht. Er hat gedacht, wenn der mir hier was geklaut hat, dann kann ich dem mal eine raufgeben. Ich habe hier alles Recht der Welt und ließ sich davon auch überhaupt nicht abbringen. Wir müssen uns natürlich jetzt in zweierlei Hinsicht um ihn kümmern. Einmal als Opfer und aber auch als Täter. Ja, natürlich. Und vielleicht sprechen Sie ein bisschen ins Gewissen, wenn er rein Tisch machen will. Von mir wird er sich auch noch was anhören müssen. Dann macht sich das auch gut letztendlich für ihn. Okay. Ja? Dankeschön. Okay. Tschüss. Der Chef muss sich wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Nötigung vor Gericht verantworten. Der Milchpulverhandel ist legal. Dem Verkäufer kann Hehlerei nicht nachgewiesen werden. Die Schwester steht zu ihrem Bruder, obwohl er kriminell geworden ist. Er erholt sich vollständig von seinen Verletzungen.